Ein Hund blieb Tag und Nacht am Grab seines Besitzers und alle waren verwirrt, bis sie herausfanden, warum. Beerdigungen sind immer eine traurige Angelegenheit für Menschen. Aber was ist mit den Tieren, die zurückgelassen werden? Normalerweise werden diese von Verwandten aufgenommen oder in einem Tierheim abgegeben. Der Hund in dieser Geschichte hatte jedoch etwas ganz anderes getan. Sergeant war ein deutscher Schäferhund, der jeden liebte, dem er begegnete. Ursprünglich war er ein Polizeihund und lernte dort seinen Hundeführer, einen 32-jährigen Polizisten namens Iron, kennen. Iron war erst seit ein paar Jahren Polizeibeamter, aber die Idee, in der Hundestaffel zu arbeiten, hatte ihm schon immer gefallen. Als Iron schließlich seinen vierbeinigen Partner traf, hätte er nicht glücklicher sein können. Der Hund zog sogar zu seinem Führer und Iron liebte Sergeant wie ein Mitglied seiner eigenen Familie. Die beiden machten alles zusammen, vom Schlafen auf dem Sofa bis hin zu langen Spaziergängen im Park. Wenn der Hund nicht im Dienst war, liebte er es, mit jemandem zu spielen, dem die beiden begegneten. Eines Tages saßen Iron und Sergeant im Streifenwagen, als plötzlich ein Funkspruch wegen eines Raubüberfalls durchkam. Iron ließ sofort die Sirenen aufheulen und machte sich auf dem Weg zum Tatort. Dem Polizisten war mitgeteilt worden, dass er zwei Verdächtige verfolgen sollte, die versucht hatten, ein Haus in der Nähe auszurauben, aber vom Besitzer entdeckt worden waren. Als Iron am Tatort ankam, sah er die beiden zu Fuß fliehen. Der Mann fuhr den Verbrechern hinterher, fest entschlossen, sie einzuholen, aber gerade als er nahe genug herankam, rannten die beiden Männer in einen nahegelegenen Wald. Iron hielt an. Da er so nah am Tatort war, war er der Erste, der eintraf. Das bedeutete, dass er keine Verstärkung hatte, außer seinem Hund, der während der gesamten Verfolgungsjagd vom Rücksitz des Autos aus bellte. Iron wusste, dass er die beiden Männer nicht verfolgen sollte, da er niemanden hatte, der ihm Rückendeckung geben könnte. Gleichzeitig wollte er die beiden gefährlichen Männer aber auch nicht entkommen lassen. Tief durchatmend öffnete er die Autotür und rief seinen Hund an seine Seite, bevor sich die beiden in den Wald begaben. Iron rannte zwischen den dichten Bäumen und folgte Sergeant, der die Fährte aufgenommen hatte. Wenige Augenblicke bemerkte Iron einen der beiden Männer nur wenige Meter entfernt. Der Beamte zückte seine Waffe und begann, sich leise anzuschleichen und sagte dem Hund, er solle bleiben, wo er sei, denn er wollte nicht riskieren, dass sein vierbeiniger Freund verletzt wurde. Doch als der Polizist die kleine Lichtung betrat, auf der sich der Verbrecher befand, stellte er fest, dass dort nur ein Mann stand. Gerade als Iron sich nach dem zweiten Mann umsehen wollte, spürte er einen unglaublich starken Schmerz. Es stellte sich heraus, dass der zweite Mann sich an den Polizisten herangeschlichen und mit einem Messer zugestochen hatte. Sergeant spürte die Notlage seines Hundeführers und stürmte auf die Lichtung, bereit zu helfen, wie er nur konnte. Der angriffslustige Hund biss den Übeltäter, der seinen Besitzer verletzt hatte, und ließ den Arm des Mannes nicht los. Schließlich kam der zweite Verbrecher und schaffte es, den wütenden Hund mit einem großen Ast von seinem Partner zu vertreiben. Sergeant wurde dabei verletzt. Endlich frei rannten die beiden Einbrecher wieder in den Wald, weit weg vom Klang weiterer Polizeisirenen. Sergeant ging zu seinem Besitzer, aber Iron war schwer verletzt. Der treue Hund begann zu bellen, um die Polizisten zu seinem Standort zu führen. Schnell ging es in das nächste Krankenhaus. Leider waren Irons Verletzungen zu schwer und er starb. Nach dem Tod seines Hundeführers fiel Sergeant in eine tiefe Depression. Der Hund wusste nicht, was er tun sollte und wollte mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Aufgrund seines Zustandes wurde er als dienstuntauglich eingestuft und das traurige Tier wurde an Irons Familie übergeben, damit er den Rest seines Lebens mit Menschen verbringen konnte, die er kannte und liebte. Kurz darauf kam der Tag, an dem der Polizist beerdigt werden sollte. Alle Mitarbeiter der Polizeiwache, Irons Familie und Sergeant nahmen an der Beerdigung teil. Als der Sarg des Mannes in die Erde gesenkt wurde, fing Sergeant an zu bellen und zu wimmern, als ob er seinen Besitzer auffordern wollte, aufzustehen und ihn zu knuddeln, so wie er es früher getan hatte.
Als die Beerdigung zu Ende war, machte sich Irons Familie auf den Weg zum Auto, um nach Hause zu fahren, aber seine Frau Shelley bemerkte, dass Sergeant fehlte. Da sie nicht noch ein geliebtes Familienmitglied verlieren wollte, machte sich Shelley auf die Suche nach dem Hund. Schließlich fand sie ihn neben Irons Grab liegend. Shelley versuchte, ihn wegzulocken, aber nichts, was die Frau sagte oder tat, brachte den Hund dazu, sich zu bewegen. Schließlich versuchte sie, ihn am Halsband zu packen, aber als sie nach ihm griff, begann Sergeant zu knurren. Es war klar, dass ihn in dieser Nacht niemand dazu bringen würde, das Grab seines Herrn zu verlassen. Da Shelley nicht wusste, was sie sonst tun sollte, ließ sie den Hund am Friedhof zurück und glaubte, dass sie ihn am nächsten Tag wieder abholen könnte. Am nächsten Morgen war Sergeant jedoch genauso entschlossen zu bleiben wie am Abend zuvor. Auch in den nächsten Tagen wich der treue Hund nicht von seinem Platz. Zweimal am Tag kam Shelley zurück, um dafür zu sorgen, dass der Hund etwas zu fressen und zu trinken hatte, bevor sie den untröstlichen Vierbeiner zurückließ, um seinen verlorenen Besitzer zu bewachen. Eines Tages kam einer von Irons Freunden von der Polizei, ein Mann namens Sean, zum Grab, um Blumen und etwas Futter für den Hund abzugeben. Doch als Sean an Irons Grab stand, begann Sergeant plötzlich zu knurren. Zum ersten Mal seit Tagen stand der Hund auf, entfernte sich vom Grab und folgte zwei Stimmen, die er von der Straße aus hören konnte. Neugierig folgte Sean dem aufgebrachten Tier. Die beiden Männer, die Sergeant verletzt und Iron getötet hatten, liefen die Straße entlang. Als Sergeant die Kriminellen bemerkte, biss er einen der Männer ins Bein. Der Mann schrie auf und fiel auf den Bürgersteig, wo der wütende Hund ihn festhalten konnte. Der zweite Verbrecher versuchte zu fliehen, wurde aber schnell von Sean aufgehalten, der ihm Handschellen anlegen konnte. Es dauerte nicht lange, bis die beiden Kriminellen zur Polizeiwache gebracht wurden. Sergeant hingegen ging zurück zu Irons Grab. Der Hund gab ein letztes Mal ein kleines Winseln von sich, bevor er zu Sean zurückkehrte. Es schien, als hätte der Hund sein Versprechen erfüllt, die Männer zu fangen, die sein Herrchen getötet hatten. Nachdem die Verbrecher hinter Gitter waren, lebte Sergeant den Rest seines Lebens mit Shelley und begnügte sich damit, Irons Grab gelegentlich zu besuchen, anstatt Tag und Nacht dort zu bleiben. Dank dieses erstaunlichen Hundes wurden zwei gefährliche Verbrecher hinter Gitter gebracht und der Polizist konnte in Frieden ruhen. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du von dieser Geschichte hältst. Und vergiss nicht, den Film zu liken und uns zu abonnieren, um weitere besondere Geschichten zu bekommen.